Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar habe ich von Soundpads was bekommen. Ich hatte ja schon die R4. Ja. Hier. Wirklich hervorragende Kopfhörer. Wirklich tolle, tolle, tolle Kopfhörer. Und die R3 Deluxe habe ich ja auch. Die habe ich bis vor kurzem dann halt immer benutzt. Und jetzt kam halt auch noch die R4 raus. R4 Pro. Leider. Leider sind die Pro In-Ears. Ich weiß, einige von euch stehen auf drauf mit diesem Gummidingsbums. Ich kann damit nichts anfangen. Ich kann damit nichts anfangen. Mal sind sie zu eng, mal sind sie zu locker. Ich habe auch, wenn die, auch manchmal sind sie so gut. Ich habe ja welche, wo sie gut sind, aber dieses Gefühl, dass die Dinge... Es ist ein unangenehmes Gefühl. Ich kann das nicht. Es ist nicht mein Ding. Ich bevorzuge dann halt wirklich so die R4 normal oder die 3 Deluxe, die halt auch ewig vom Akku halten. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir begeben uns mal in die Unboxing-Ansicht und gucken die an und danach wieder in diese Ansicht zum Probehören. So, hier sind wir jetzt in der Unboxing-Ansicht und wir haben die Soundpads. Ist schon wieder manuell. Jetzt ist wieder Automatik. Naja, okay. So, und wir haben hier die Soundpads R4. Steht hier unten. Ist Gold, sieht man halt schlecht. Wahrscheinlich Licht. Ja. Und die wollen wir uns jetzt mal angucken. Ich habe auch die R4 normal. Benutze die gerade regelmäßig, wenn ich am PC bin. Ja. Ihr seht ja schon, dass der da Karton, der ist jetzt zwar ein Stück höher, aber halt der von den R4 Pro ist ein Stück breiter. So, und wie gesagt, die sind die normalen R4. Die sind halt, das sind die R3. Die sehen dann aus wie die hier, also ganz normal, bloß dass das dann hier auch Kupfer ist. Das Case ist auch ein bisschen, also das Ding ist halt auch ein bisschen größer bei den R4, weil mehr Akku drin steckt. Aber hier haben wir halt leider In-Ears. Leider. Ich mag In-Ears nicht, das wisst ihr. Ich kann das nicht leiden, also ich weiß nicht. Dieses Gefühl im Ohr ist nicht schön. So, aber irgendwie, einige stehen wohl drauf, keine Ahnung. So, dann haben wir hier. Die App habe ich auch drauf. Schon. Ja, da haben wir dann natürlich hier die Anleitung. Und genau, welcher Knopf. Ich bin so ja gerade bei Deutsch drauf. Welchen Knopf man wie oft drücken muss, dass irgendwas passiert. Können wir uns nachher dann nochmal in Ruhe angucken. Kann ich euch dann vorlesen oder machen wir jetzt einfach. So, also. Links. Einmal drücken, leiser. Rechts. Einmal drücken, lauter. Links. Zweimal drücken. Play oder Pause. Anruf annehmen oder ablehnen. Dreimal drücken, links. Ja, ist ein Controller, ich denke mal, wird der Game Mode sein. Dreimal drücken rechts ist Mikrofon an. Dreimal drücken links, Anruf beenden. Nee. Also 1,5 Sekunden gedrückt halten. Anruf beenden oder leiser oder so. Keine Ahnung, das Symbol kann ich nicht zuordnen. Rechts 1,5 Sekunden gedrückt halten, auch Anruf beenden und Pause. Oder Play. 3 Sekunden gedrückt halten. Ein Kopfhörer. Ein Anrufsymbol. Keine Ahnung. Ja, da haben sie dann wieder ordentlich was drin geballert. Ich muss mal sagen, ich nutze das eigentlich selten sowas. Die Befehle. So.
So. Dann machen wir das mal auch hier unten rein. So. Und wir gucken auch noch mal, ob wir unten irgendwas haben. Ja, man kommt echt manchmal mies daran. Da sind dann natürlich die Airbuds. Also diese, die verschiedenen Größen. Gucken wir mal ein bisschen hoch. So, und hier haben wir dann den Stromkabel, den lasse ich drinne. Brauche ich jetzt nicht. So. Hier haben wir sie. Ja, hier haben wir jetzt ein bisschen mehr auf Style geachtet. Hier immer noch hinten kupfermäßig. Wir haben aber hier keinen Knopf mehr, den wir drücken können, oder? Doch, hier unten. Ein USB-C. Oh, was ich schön finde, der ist, da haben sie das aufgenommen, das Kupferthema aufgenommen. Das ist auch ringsherum Kupfer. Hier sind sie drin. Grün heißt voll. Weiß heißt, mach mal lieber was. Aber ich finde das hier echt schön. Wenn ich das jetzt mal lesen könnte, wäre ich natürlich noch glücklicher. Aber es spiegelt zu sehr und ich kann es, es ist zu klein, ich kann es nicht lesen. Ich muss mal ein Foto machen. So, jetzt wollen wir sie mal mit dem Handy verbinden, würde ich sagen. Nehmen wir mal das alte. Falsch rum. So, Bluetooth. So. Wir machen das jetzt einfach nur auf, dass es grün leuchtet. Ja, nichts mehr. Nur auf. Und da sind sie schon. Sollte es, wir machen mal koppeln, sollte es so sein, dass es bei euch mal nicht ist oder ihr habt sie gebraucht gekauft, auch oder auch die normalen R4 oder die R3 oder so von Soundpads, wenn da so ein Case mit bei ist. Sollte es so sein, dass ihr sie gebraucht gekauft habt und die natürlich dann halt nicht entkoppelt wurden beim alten Gerät, kann es sein, dass sie sich nicht gleich mit dem neuen Gerät verbinden. Das heißt, ihr könnt halt hier nicht diesen Anmeldevorgang gleich so machen. Ihr müsst dafür den Knopf gedrückt halten, hier unten. Ihr seht da, jetzt sind sie weg. 1, 2, 3, 4, 5. Achso, nee, geht nur, wenn er auf ist. So, ihr macht auf und haltet den Knopf gedrückt. So, und dann blinkt das weiß. Seht ihr das? Und dann, ich brauche es jetzt natürlich nicht, weil ich habe es ja schon drinne. So. Bin ja schon verbunden, wir müssen das ja gleich wieder anzeigen, da sind sie ja. Ja, jetzt steht da die Verbindung her, ich bin verbunden. Aber falls es bei euch mal so sein sollte, einmal aufklappen und den Knopf drücken. Bei den R3 und bei den normalen R4 ist der Knopf vorne. Aufmachen, Knopf drücken und die drückt halt ein bisschen weiß blinkt. Dann geht er in den Pairing-Modus. Aber nicht die Dinger rausnehmen, die müssen drinnen bleiben, ja. Dann gehen sie in den Pairing-Modus und dann könnt ihr sie pairen. So. Achso, ich habe jetzt zugemacht. Und hier, guckt mal, wie schnell die da sind. Ich lasse das mal jetzt einfach hier offen. Zack, und schon sind sie verbunden. So, dann würde ich jetzt den Akku von der Kamera wechseln und gleichzeitig mal die Unboxing-Ansicht wechseln und wir werden gleich mal Probe hören, gucken, was uns da so Schönes auf die Ohren gibt. Ganz vergessen, Soundpad-App. Wir haben sie jetzt verbunden. Da geht ihr dann rein. Der erkennt die automatisch, wenn ihr sie mit Bluetooth einfach verbunden habt. Und hier haben wir dann nämlich schon ein Update. Neue Version ist die Version V.0.1.1.
Und wir haben aktuell die V.0.0.9. Größe sind 2,5 MB. Inhalt der Aktualisierung Soundpads R4 Pro 0101 Firmware. So, da gehen wir drauf und sagen aktualisieren. Und ihr dürftet nicht zumachen. Die müssen aufbleiben, ja, weil sonst geht die Verbindung weg. So, und dann sagen wir hier einfach aktualisieren. Dann kommt hier unten dieser Kreis. Ist auch ein kleines Update, nur da können wir durchlaufen lassen. So. Jetzt hat er so runtergeladen und jetzt wird die Firmware auf das Gerät geladen. Das geht mit Bluetooth. Das dauert dann natürlich ein klein wenig länger. Und dann würde ich sagen, da können wir hier schon mal einen Cut machen. Oder ich zeige euch gleich nochmal, ich wechsle den Akku und zeige euch gleich nochmal die App so ein bisschen. Weil es gibt ja bestimmt einige, die die App noch nicht kennen. Und da sind ja ein paar Sachen drin, die für euch vielleicht ganz wichtig sind. Ja, und zum Einstellen, Bassverstärkung hast du nicht gesehen. So, da sind wir auch schon wieder. Wir haben geupdatet. Nochmal zumachen und auf. Da sind wir doch. Da verbinden wir mal. Warum sind wir nicht automatisch verbunden? Wir sind doch an. So, ich habe es mal rausgeholt. So, da sind sie. Prozent. Werden auch beide wieder angezeigt, dass sie 100% haben. Ich zoome euch mal noch ein Stück rein, dass ich euch das besser zeigen kann. So, noch ein Stück raus. So. Wir haben den linken und den rechten, steht L und R da. Beide sind sie auf 100%. So. Wir könnten sie jetzt zurücksetzen. Wollen wir nicht. So. Dann haben wir hier halt, sieht also aus wie ein Laden. Ja, da kann man dann halt alle sehen und vielleicht noch welche direkt ordern. Und ganz links haben wir dann halt das Reglerhäkchen hier, also so zwei Regler. Und da haben wir jetzt hier Bassverstärkung, Equalizer, alles drum und dran. Lautstärke ist jetzt auf der Hälfte. Adaptive Equalizer können wir jetzt zum Beispiel anschalten. So. Na, mach an. Ach so. Moment. Ich muss die erst anpassen. Dafür muss ich sie jetzt erstmal reinstecken. Könnt ihr das mal sehen. Das ist eigentlich bei fast allen Soundpads so. So, jetzt sagt er mir Normalmodus. Und wir gehen jetzt hier einfach Schritt für Schritt durch. Das heißt, ich muss immer drücken, wenn ich einen Ton höre oder beziehungsweise wenn ich ihn dann höre. Hier wird er dann ja angezeigt, das seht ihr gleich. So, ich bin bereit. Seht ihr die Frequenz? Ich höre noch nichts. Da höre ich was. Ja. So. Könntet halt auch, wenn es nicht richtig optimal gelaufen ist, man hat das Gefühl, man hat irgendwo falsch gehört oder so, kann man das auch jederzeit jetzt nochmal neu machen. So.
können wir sagen, Test nochmal. Dann gehen wir einfach nochmal und dann gehen wir nochmal durch. Jetzt höre ich was. Ja, ein bisschen besser geworden, denke ich mal. So, dann gehen wir zurück. 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 So. Und das ist dann halt praktisch der adaptive Equalizer. Der ist dann auf euer Gehör zugestimmt. So, dann können wir hier noch die Voreinstellungen zum Beispiel machen. Wir wollen das aber nicht. Wir lassen das einfach mal so mit dem drin, den wir haben. Benutzerdefinierten Equalizer haben wir noch. Aber wir wollen halt, jedenfalls der schaltet sich dann immer aus. Den, das lassen wir alles aus, wir lassen nur den erstmal an. So. Rauschunterdrückung. Rauschunterdrückungsmodus, normaler Modus. So, das ist jetzt der rauschunterdrückte Modus. Ja, also ich höre mich auch gut selbst. Das ist der normale Modus. Ja, da höre ich mich auch ein bisschen was besser. Und dann haben wir noch Transparenzmodus. Das ist Pass-Through sozusagen. Und das hat dadurch, durch die Mikrofone, die mit eingebaut sind, macht er dann halt Nebengeräusche raus und verstärkt halt meine Stimme, dass ich dann praktisch über den Kopfhörer meine Stimme wieder höre. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel Raumklang nehmen. So, jetzt ist alles gedämmt. Jetzt ist praktisch nur, was von den Kopfhörern kommt. Alles andere wird versucht auszublenden. Die haben auch so Mikrofone drin, damit sie halt bestimmte Geräusche loswerden. Ja, ist halt ein bisschen schwer zu erklären. Damit sie halt die Geräusche, die hier im Umkreis sind, halt praktisch dadurch rausfiltern, unterdrücken. Ja, das ist jetzt soweit jetzt nicht, aber halt andere Sachen. So. Haben wir noch einen Spielemodus? Den lassen wir jetzt aus. Deaktiviere die Funktion der Berührungstasten. Ja, das lassen wir erstmal deaktiviert. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, in ihrer Erkennung lassen wir auch an. So, das war's auch schon. Dann würde ich sagen, wir wechseln jetzt einfach mal in. Und ich wechsle jetzt die Modis mal hier hin und her und so. Und dann wechseln wir mal in die normale Ansicht. Oh, da sind wir auch schon. Und ich habe die jetzt auch drin. Ich werde jetzt einfach erstmal Spotify öffnen. Und da werde ich mir Nemesis antun. Knallt schön rein. Und Nemesis, wenn da Geräusche sind, oder wenn ihr da teilweise vom Text was hört, ist das kein Problem, weil da habe ich die Rechte, das zu hören. Oder euch so ja sofort zu spielen. Nemesis. So, da haben wir Nemesis. Und wir nehmen einfach mal Mythos Barbarossa. Ich spule mal ein bisschen vor. Hört sich an sich ganz gut an. Jetzt nehme ich mal den normalen Modus. Finde ich ein bisschen besser. Da kommt der Bass ein bisschen besser rüber. Pass-through.
Also bis jetzt gefühlt, mein Liebling momentan ist eigentlich der Pass-Through-Modus gerade. So, jetzt nehme ich mal Voreinstellung klassisch. Benutzer definiert. Ah, da kann ich das so anpassen. Nee, da wollen wir auf Rock. Hört sich natürlich viel geiler an. Und jetzt werde ich mal im Rock-Modus auch nochmal transparent Raumklang und so alles durchmachen. Die gehen extrem laut. Oh, heftig. Alter Schalter, das knallt in die Ohren. Sing doch. Oh, heftig. Ist das Game Mode animiert? Jetzt passe ich mir das noch ein bisschen an. Heftig. Ne, der will das aber gerade nicht so einstellen, wie ich es will. So, jetzt. Ist da oben. Also das in der App muss man noch ein bisschen optimieren. Das ist nicht so. Heftig. Alter, boah. Also ich weiß nicht, ob. Also das ist so laut. Also das sind die lautesten, die ich bis jetzt in der letzten Zeit hatte. Heftig. Jetzt gucken wir uns nochmal ein YouTube-Video an. Ich nehme mein eigenes.
Hört sich auch gut an. Also. Also vom Klang. Und ich habe jetzt auch mal mit dem Equalizer so ein bisschen rumgespielt. Mir hat das ein bisschen angepasst. Weil ich so ein bisschen so wie im Auto, da habe ich ja meine Kurve so in etwa im Kopf. Echt heftig. Wirklich heftig. Also, und vor allen Dingen so extrem laut. Also die Dreier sind nicht so laut. Und die normalen vier sind schon laut, aber nicht so laut. Die sind heftig laut. Richtig heftig laut. Wenn man die komplett aufballert, bis zum geht nicht mehr. Also bin ich begeistert. Bin ich wirklich, wirklich begeistert. Also jetzt nicht von dem Tragekomfort her. Das lassen wir außen vor. Vom Klang. Mit der App, da muss das werde ich denen auch mal schreiben. Da müssen sie ein bisschen was anpassen. Weil das ist ein bisschen blöd. Zum Beispiel beim Equalizer. Ja, vielleicht blende ich ja mal ein Bild hier ein, ich mache mal einen Screenshot von der App, dass ich euch das einblenden kann. Und dann werde ich das mit roten Dingern mal markieren. Achso, jetzt sind sie ja gerade gar nicht an. Müssen wir mal die Dreier kurz nehmen. Die habe ich nämlich gerade griffbereit. Habe ich die aber gerade schon mit dem Handy gekoppelt oder sind die nur mit dem... Nee, die müssen mit dem Handy und mit dem... Nee, die Dreier sind nicht gekoppelt. Die hatte ich nur mit dem PC gekoppelt, glaube ich. So. Weil die App an sich ist so übersichtlich und gut, aber... Die mal kurz raus. Ich will die halt nur schnell verbinden, damit ich das auch screenshotten kann und nicht, dass ich jetzt hier was erzähle und dann kommt dann später erst das Bild. So. So. So, genau. Ich mache mal einen Screenshot. So. Bei Rock'n'Roll. Was ich eingestellt habe und benutzerdefinierter Equalizer. Ist so ein kleiner Pfeil am Rand. Oben adaptiver Equalizer ist auch so ein kleiner Pfeil. Warum macht man das nicht so blau wie der aktivierte Normal-Modus oder rot oder irgendwas? Irgendeine Farbe, mit der man was anfangen kann. Weil das Problem ist, ich wechsle jetzt mal in den Rock-Modus. So, ich habe jetzt den Rock-Modus angemacht. Ich mache jetzt nochmal einen Screenshot. Den werdet ihr hier auch dann sehen. Da sieht man oben den Pfeil. Der ist ja auch immer noch schwarz, aber hat eine weiße Umrandung oder so. Den sieht man kaum. Wenn man das eingestellt hat, dann weiß man nicht, oder sieht man schlecht, dass man da rauf machen kann. Genauso ist es jetzt beim benutzerdefinierten Equalizer. Mache ich euch mal ein Foto drin. Diese Punkte, die könnt ihr gut an sich bewegen. Aber manchmal kapiert er das nicht, dass er jetzt hier loslassen soll und du bist an der richtigen Stelle und dann flutscht halt ein Stück runter. Ja, dann hat man ein bisschen zu tun beim Benutzer, die vierten. Es ist meckern auf hohem Niveau, denke ich mal für euch, aber ist halt das, was halt störend ist. Ja, und diese kleinen Pfeile, also ich würde diese kleinen Pfeile, ich würde sie etwas größer machen und eine Farbe. Eine Farbe, die halt nicht hier so von der App, weil die ja schwarz-weiß gehalten ist, vorkommt, damit sie auffälliger sind. Damit es ein bisschen präsenter ist, dass es ein bisschen zur Geltung kommt. Weil so hat man das, man sieht das halt, aber wenn man jetzt den Rock-Modus drin hat, sieht man das echt bescheiden. Also das finde ich jetzt nicht so toll. Also das muss auf jeden Fall verbessert werden. Dass man das halt auch für Neueinsteiger, damit die da besser durchsehen. Weil das ist halt ein bisschen echt doof gemacht und die Reaktion von den einzelnen Reglern müsste man anpassen, damit der das schneller einrastet. Oder wenigstens markieren irgendwie, dass du bist jetzt richtig, jetzt kannst du loslassen. Ja, das müsste ein bisschen optimiert werden. So an sich funktioniert die App wirklich sehr gut. Sie macht das, was sie soll und das macht sie gut. Man kann alles einstellen, geht rucki zucki, wirklich gut. Aber so ein paar kleine optische Stellschrauben oder Hilfsmittel würde ich da noch dran verbessern. Das werde ich dem Entwickler, also dem Hersteller von den Kopfhörern auch schreiben, dass
dass man das noch ein bisschen optimieren könnte, damit man das ein bisschen besser sieht. So, das soll es auch jetzt dazu gewesen sein. Werdet ihr euch in die Videobeschreibung verlinken. Ich werde euch auch mal für die, die jetzt nicht in ihr mögen, werde ich auch die normalen R4, ja, die sind wie normale Kopfhörer, ja, werde ich euch auch mal verlinken. Vielleicht ist das für den einen oder anderen interessanter. Und die R3 werde ich euch auch mal verlinken, weil ich haue euch gleich den ganzen Shop rein, dann könnt ihr gucken. Weil die haben ein paar sehr, sehr gute Kopfhörer vom Klang, vom Tragekomfort, aber die In-Ears sind echt nicht meins. Es ist nicht mein persönlicher Liebling. Muss ich dazu sagen. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.